Heute gibt's wieder 5 wahre Geschichten von Reddit. Oh yeah. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben, wenn es dir gefällt und den Kanal abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen. Verpassen solltest du auch nicht die Produkte der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf, nur noch im Mai. Der verfluchte Teich. In der Nähe meines Dorfes gibt es einen Ort, den ich nachts nicht besuchen möchte. Man sagt, dass es im Old Monastery Pool spukt und dass dies die Geschichte ist, die dies beweist. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Rationierung noch fest in Kraft war, war der Handel mit zusätzlichen Lebensmitteln, die man angebaut oder gefangen hatte, fast eine Notwendigkeit. Ein Jugendlicher in meinem kleinen Dorf in Nottinghamshire, der nur als Young Charlie bekannt war, wusste das sehr gut. Damals war Young Charlie auf dem Burrell Arms anzutreffen und tauschte die Forellen und Aale, die er aus den örtlichen Bächen gefangen hatte, gegen Rationsmarken ein. »Ich nehme an, du kennst den Old Monastery Pool?«, fragte ein Gast, als er ein paar Marken gegen eine von Charlies schlanken Forellen eintauschte. Charlie schüttelte den Kopf. »Nie davon gehört, Sir.« »Im Old Monastery Pool gibt es viele große Fische, mein Junge«, fuhr der Besucher fort. »Das war früher der Karpfenteich der Mönche. Sie züchteten sie vor hunderten von Jahren zum Essen. Er liegt oben in Glover's Wood. Nach dem Verschwinden des Klosters wurden Bäume angepflanzt, aber der Teich ist immer noch da.« Charlies Interesse war geweckt. »Wirklich? Haben Sie dort jemals geangelt?« »Ich? Nein. Man braucht Elstops Erlaubnis, sonst ist es Wilderei. Und ich und er kommen nicht miteinander aus.« Mr. Elstop war ein örtlicher Landbesitzer, das wusste Charlie. Aber obwohl Mr. Elstop anscheinend einen Groll gegen diesen Mann hegte, war Charlie noch nie mit ihm aneinander geraten. »Woher wissen Sie, dass es dort viele Fische gibt, wenn Sie noch nie dort geangelt haben?« »Das muss so sein«, antwortete der Gönner nach einem langen Schluck Bier. Warum hätte Elsop sonst all die Leute abgewiesen, die darum gebeten haben, dort zu fischen? Er behält alle Karpfen für sich. Ein miserabler Kerl. Am nächsten Sonntagmorgen hatte Young Charlie nur eines im Sinn. Die Kirche war der einzige Ort, an dem er Mr. Elsop jemals gesehen hatte, und deshalb würde er dort seine Erlaubnis einholen. Der Old Monastery Pool war voll von uralten Monsterkarpfen, und Charlie wollte unbedingt einen fangen. »Mr. Elsop«, fragte Charlie nach dem Gottesdienst, »ist es wahr, dass es in Ihrem Wald einen alten Karpfenteich gibt?« »Das stimmt, junger Mann«, antwortete Mr. Elsop, als sie den schmalen Kirchenweg hinaufging. »Er gehörte zu dem alten Kloster, bevor es niedergebrannt wurde. Warum fragst du?« »Ich habe mich gefragt, ob ich Ihre Erlaubnis haben könnte, dort zu fischen, Sir. Ich würde natürlich jeden gefangenen Fisch zurückbringen, es sei denn, Sie möchten, dass ich ihn zum Herrenhaus bringe.« »Ich glaube eher nicht«, antwortete Mr. Elsop abweisend. »Ich gehe jetzt besser, ich habe viel zu tun.« Charlie war am Boden zerstört. Angeln war sein Leben, aber er hatte noch nie die Chance gehabt, etwas wirklich Bemerkenswertes zu landen. Ein Monsterkarpfen wäre seine Krönung gewesen und würde noch jahrelang für Gesprächsstoff im Pub sorgen. Am nächsten Sonntag bat Charlie Mr. Alsop erneut um Hilfe, erhielt aber die gleiche Antwort. Also versuchte er es am nächsten Sonntag erneut und wurde immer noch abgewiesen. Am darauffolgenden Sonntag bot er an, Gelegenheitsarbeiten rund um das Gut zu erledigen, um seinen Fischfang zu bezahlen. Am darauffolgenden Sonntag bot er alle Forellen und Aale an, die er einen Monat lang gefangen hatte. Aber Mr. Elsop gab immer noch nicht nach. Charlie versuchte es immer wieder, Sonntag für Sonntag, und gab nicht auf. Schließlich begann er, Mr. Elsop im Herrenhaus selbst aufzusuchen. »Nicht Sie schon wieder«, stöhnte Mr. Elsop, als Charlie zum dritten Mal innerhalb weniger Tage das Herrenhaus besuchte. »Ich will unbedingt im Old Monastery Pool angeln.
sagte Charlie, bevor Mr. Alsop die Gelegenheit hatte, ihn abzuwimmeln. Bitte, sagen Sie einfach ja, dann komme ich nicht mehr hierher. Ich werde Sie nie wieder um etwas bitten, das verspreche ich. Die Antwort ist nein. Warum lassen Sie mich nicht? Rief Charlie aus. Warum sind Sie so ein Miesepeter? Wegen des Abtes, bellte Mr. Alsop zurück. Als er den hungernden Dorfbewohnern nach einer Missernte Karpfen verweigerte, haben sie ihn erwürgt und das Kloster niedergebrannt, um den Mord zu vertuschen. Er ist immer noch. Ich kümmere mich nicht um einen toten alten Abt, unterbrach Charlie. Ich will nur eine Chance, im Teich zu fischen. Bitte, Mr. Alsop. Gut, antwortete Mr. Alsop und warf die Hände in die Luft. Aber kommen Sie nicht heulend zu mir, wenn... Aber Charlie hörte nicht zu Ende, was Mr. Alsop zu sagen hatte, denn er rannte bereits zurück zu seinem Haus. Sobald er seine Angelausrüstung hatte, rannte der junge Charlie über die Felder in Richtung Glover's Wood. Was er in der Dämmerung vorfand, enttäuschte ihn. Der Teich war zwar leicht zu finden, aber er war mit Unkraut überwuchert und voller toter Äste. Es gab nur noch wenige Stellen mit klarem Wasser und Charlie glaubte, durch sie hindurch bis auf den Grund sehen zu können. Das Wasser schien nur ein paar Zentimeter tief zu sein, kaum ein Ort, an dem ein Monsterfisch leben könnte. Aber er war schon so weit gekommen. Charlie warf einen kleinen Schwimmer und einen Wurm aus, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein paar Eelritzen gab, vielleicht sogar einen Aal oder zwei. Kaum stand sein Schwimmer gerade im Wasser, wurde er mit der ganzen Heftigkeit eines kolossalen Hechtangriffs unter Wasser gezogen. Charlies Schnur riss augenblicklich, aber das war ihm egal, denn offensichtlich lauerte etwas Riesiges in dem Teich. Vielleicht befand sich unter dem Kraut doch tieferes Wasser, das perfekte Versteck für den riesigen Karpfen, von dem er gehofft hatte, dass er sich dort aufhalten würde. Charlie wickelte seine lose Schnur ein, ließ sich mit dem Rücken gegen einen Baum sinken, griff in seinen Korb und begann, sein robustestes Gerät zu wechseln. Doch in seinem Eifer konnte er nicht umhin, einen Blick zurück zum Teich zu werfen. Auf der anderen Seite des Ufers stand zwischen den Bäumen die unheimliche Gestalt eines alten Mannes in einem zerschlissenen, rußverschmierten Gewand. Er sagte nichts. Er starrte Charlie nur aus unbarmherzigen, blutunterlaufenden Augen an. Vor Schreck schoss Young Charlie von seinem Platz hoch und schlug mit dem Kopf gegen einen niedrigen Ast, sodass er bewusstlos wurde. Die Nacht verschlang Young Charlie, bis er wieder zu sich kam. Er erinnerte sich daran, wo er war und was geschehen war, und setzte sich mit rasendem Herzen aufrecht hin, um durch die Dunkelheit zu blinzeln. Von dem alten Mann war nichts zu sehen, aber zu seinem Entsetzen war die Angelausrüstung an seiner Seite in Stücke gerissen. Der junge Charlie stand auf und rannte davon, ohne auch nur einen zerbrochenen Schwimmer zu bergen. Die obige Geschichte wird in meiner Heimat immer wieder an Lagerfeuern erzählt. Die meisten Teiche in meiner Umgebung sind von Spiegelkarpfen bevölkert und offenbar stammen sie alle von dem Karpfen ab, die die Mönche vor hunderten von Jahren in ihrem Klosterteich züchteten. Einer lokalen Legende zufolge wurde das Kloster niedergebrannt, als ein grausamer Abt den hungernden Dorfbewohnern nach einer Missernte den Fisch verweigerte. Damit erkaufte sich der Abt den Tod und einen schrecklichen Fluch auf sich. Nun ist er dazu verdammt, Tag und Nacht im Old Monastery Pool zu patrouillieren und darauf zu achten, dass kein Dorfbewohner versucht, seinen kostbaren Fisch zu stehlen. Kanji. Mein Name ist Shinji. Das ist mir vor mehr als 15 Jahren passiert, als ich noch als Grundschüler in Japan lebte. Interessanterweise war der Auslöser für dieses Ereignis die Entdeckung eines Pornomagazins. Ich weiß, dass das seltsam ist, aber ich bitte dich, mir bis zum Ende zu folgen. Meine Großeltern lebten in einer kleinen, abgelegenen Stadt namens Ogawamachi in der Präfektur Saitama. Meine Eltern und ich besuchten sie oft, da meine Eltern in der Nähe einen Schrottplatz besaßen. Mein Vater kaufte Gebrauchtwagen und verkaufte deren Teile ins Ausland.
Ich besuchte den Schrottplatz gerne, weil es dort viel Platz zum Spielen gab. Besonders gut gefiel es mir, wenn mein Vater ein gebrauchtes Auto kaufte, denn dann konnte ich darin nach Münzen und anderen Dingen stöbern, die der Vorbesitzer zurückgelassen hatte. Meistens fand ich nur Müll, aber wenn ich Glück hatte, fand ich ein paar 10-Yen-Münzen oder manchmal auch 100-Yen-Münzen, die ich dann meistens für Getränke am Automaten verwendete. Eines Tages war ich mit meinen Eltern und einem Freund aus der Grundschule auf dem Schrottplatz. Mein Freund und ich durchstöberten einen der neu eingetroffenen Gebrauchtwagen, als er den Jackpot knackte. Wir fanden ein Pornoheft. Wir sahen uns an und warfen einen Blick in die Zeitschrift. Wir fingen an zu lachen und als wir bemerkten, dass meine Eltern auf uns zukamen, versteckte ich die Zeitschrift tief in meinem Rucksack. Wir vergaßen es und machten mit unserem Tag weiter. Am Abend ging ich mit meinen Eltern und meinem Freund zum Haus meiner Großeltern, um dort zu übernachten. Ich schnappte mir meinen Rucksack, um nach Kleidung zum Wechseln zu suchen. Ich kippte alles auf den Boden und ganz unten in meinem Rucksack fiel die Zeitschrift. Ein paar japanische Titten und einige buschige Körperteile begrüßten mich. Ich geriet in Panik. Ich steckte die Zeitschrift zurück in meinen Rucksack und versteckte sie unter meinem Bett. Es war zu riskant, sie in meiner Tasche aufzubewahren, da ich nie wusste, wann meine Mutter sie öffnen würde. Sie könnte sie öffnen, nur um sicherzugehen, dass ich keinen Müll vom Schrottplatz mitgenommen habe und versuchen, ihn mit nach Hause zu nehmen. Ich war auch zu paranoid, um es im Haus meiner Großeltern zu verstecken. Ich wollte es mir natürlich trotzdem ansehen, also beschloss ich, das Magazin in den Wald hinter dem Haus meiner Großeltern zu bringen, wo ich es mir in Ruhe ansehen und danach einfach verstecken kann. Ich erzählte meinem Freund von meinem Plan, die Zeitschrift tief im Wald zu verstecken. Wir waren beide aufgeregt. Wir wollten einen Blick in die Zeitschrift werfen, aber es klang auch nach einem aufregenden Abenteuer, sich nachts in den Wald zu wagen. In dieser Nacht, als alle schliefen, schnappte ich mir die Zeitschrift und eine Taschenlampe und schlich mich mit meinem Freund aus dem Fenster meines Zimmers. Wenn ich allein wäre, hätte ich wahrscheinlich Angst. Aber mit meinem Freund an meiner Seite war ich aufgeregt und wollte unbedingt in den Wald gehen, um ein Abenteuer zu erleben. Meine Großeltern ließen mich nie in den Wald gehen, nicht einmal tagsüber, was für mich keinen Sinn machte. Es war also tatsächlich das erste Mal, dass ich mich tief in den Wald hineinwagte. Wir holten beide tief Luft und schlichen uns in den Wald. Wir liefen gerade mal ein paar Minuten, als wir einen großen Baum fanden. Wir versteckten uns dahinter und sahen uns in aller Ruhe das Magazin an. Nachdem wir uns etwa 30 Minuten lang vergnügt hatten, beschlossen wir, dass wir genug hatten und es an der Zeit war, einen Ort zu finden, wo wir es verstecken konnten. Es war schwer, ein Versteck zu finden, da der ganze Wald gleich aussah. Die meisten Bäume waren von der gleichen Art und Größe. Es gab nichts, was wir als Markierung für das Versteck verwenden konnten. Nachdem wir eine Weile gesucht hatten, überkam uns die Neugierde und wir beschlossen, tiefer in den Wald zu gehen. Je tiefer wir es versteckten, desto besser, dachten wir. Wir konnten die Lichter der Stadt in der Ferne sehen, sodass wir wussten, in welche Richtung wir zurückgehen mussten, wenn wir uns zu weit hineinwagten. Wir liefen ein paar Minuten lang und schauten ab und zu zurück, um zu sehen, ob wir die Lichter der Stadt sehen konnten, damit wir wussten, in welche Richtung wir zurückgehen mussten. Wir waren kurz davor, die Suche nach einem guten Platz aufzugeben, da wir so müde waren. Ich sagte meinem Freund, dass er die Zeitschrift behalten könne und wir zurückgehen sollten. Als wir uns auf den Rückweg machen wollten, bemerkte ich etwas Weißes auf dem Boden. Nach genauerem Hinsehen stellten wir fest, dass es nur ein Kassenzettel aus dem Supermarkt war. Trotzdem fanden wir es seltsam, denn es bedeutete, dass jemand hier gewesen war. Wir sahen uns um zu sehen, ob wir noch etwas anderes fanden, aber wir fanden nichts außer ein paar Steine. Ein paar Steine zu finden mag normal erscheinen, aber wir bemerkten, dass wir zum ersten Mal Steine in diesem Wald sahen. Wir gingen darauf zu und schnappten uns ein paar von ihnen, weil wir dachten, dass wir sie vielleicht als Markierung benutzen könnten, um herauszufinden, wo wir das Magazin versteckt hatten. Als wir darauf zusteuerten, bemerkten wir jedoch weitere Steine in größerer Entfernung. Es schien uns, als ob jemand die Steine als Brotkrumen benutzte, um eine Spur zu markieren. Wir folgten den Steinen weiter, bis wir schließlich eine offene Fläche erreichten.
Das erste, was uns auffiel, waren die drei großen Steine mit Schnitzereien drauf. Bei den Einritzungen handelte es sich um japanische Symbole, die ich nicht lesen konnte. Das einzige Kanji, das ich lesen konnte, war jenes, das die Zahl 2 symbolisierte. Ich konnte es lesen, da Zahlen zu den ersten Kanji gehören, die man in der Schule lernt. Merkwürdigerweise war auf allen drei Steinen das Kanji 2 zu sehen. Außerdem fiel uns auf, dass auf einem der Steine Blumen, ein kleines Glas mit Milch und ein kleines Spielzeugauto standen. Schon als Kinder wussten wir, dass dies eine Art Grabstein war. Wir waren so erschrocken, dass wir beide in dieselbe Richtung zurückliefen, aus der wir gekommen waren. Wir erreichten das Haus meiner Großeltern und spähten durch das Fenster meines Zimmers. Wir machten ein Geräusch, das meine Eltern aufweckte. Sie kamen in unser Zimmer gestürmt und fragten, was passiert sei. Sie bemerkten, dass wir unsere schmutzigen Schuhe anhatten und erkannten, dass wir draußen waren. Wir waren so erschrocken, dass wir ihnen die Wahrheit sagten. Überraschenderweise waren sie nicht böse auf uns. Sie blieben einfach bei uns, bis mein Freund und ich eingeschlafen waren. Am nächsten Tag ging mein Freund wieder nach Hause. Meine Eltern sprachen nicht darüber, was in der Nacht zuvor passiert war. Sie taten einfach so, als wäre nichts passiert. Danach bin ich nie wieder zum Haus meiner Großeltern zurückgegangen. Ich wusste auch, dass meine Mutter häufig Gespräche mit meiner Großmutter führte. Nach einiger Zeit zogen meine Familie und ich nach Übersee. Ich habe es vorher nicht erwähnt, aber ich habe 2 Schwestern. Eine ist älter als ich und eine jünger. Ich habe das alles vergessen, bis ich etwa 15 oder 16 Jahre alt war. In diesem Alter erfuhr ich von meinen Eltern, dass ich adoptiert wurde. Es war ein Schock, aber ich liebe meine Eltern und betrachte sie immer noch als meine richtigen Eltern. Ehrlich gesagt macht es irgendwie Sinn, da ich lockiges Haar hatte, im Gegensatz zu meinen Eltern und meinen Schwestern, die glattes Haar hatten. Mir ist auch etwas an meiner Familie aufgefallen. Von der Seite meiner Mutter waren alle weiblich. Meine Mutter hatte eine kleine Schwester, aber keinen Bruder. Meine Tante hatte 2 Töchter. Mir ist auch etwas sehr Interessantes aufgefallen. Der Name meiner Mutter ist Ichika und der Name meiner Tante Miku. Der Name meiner Mutter enthält das Kanji, das die Zahl 1 symbolisiert. Der Name meiner Tante hat das Kanji, das die Zahl 3 symbolisiert. Ich habe mir nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, bis es mir eines Tages klar wurde. Ich erkannte, dass es sich bei den Einritzungen auf den Grabsteinen um Namen handelte. Die Grabsteine im Wald meiner Großeltern enthielten alle das Kanji, das die Zahl 2 symbolisiert. Wahrscheinlich symbolisiert es den zweiten Nachkommen. Auch das Spielzeugauto, das neben einem der Grabsteine stand, bedeutete wahrscheinlich, dass der Grabstein für einen Jungen gemacht war. Das bedeutet, dass meine Mutter wahrscheinlich einen jüngeren Bruder hatte. Meine Tante hatte wahrscheinlich noch einen weiteren Sohn, der ebenfalls verstorben ist. Die 3 Grabsteine ergaben nun einen Sinn. Einer für den Sohn der Großeltern, einer für den Sohn meiner Tante und einer für den Sohn meiner Mutter. Es scheint, dass der zweite Nachkomme meiner Familie immer ein Mann ist und er stirbt immer. Eine weitere unheimliche Sache, die mir auffiel, war mein Name. Mein Name ist Shinji. In Kanji bedeutet er 2. Zum Schluss wollte ich nur noch sagen, dass meine Schwester vor ein paar Jahren geheiratet hat und eine Tochter namens Kazumi bekommen hat. Das Kanji für Kazumi ist 1. Sie sagt, sie wolle noch mehr Kinder. Bin mir nicht sicher, ob ich ihr von meiner Entdeckung erzählen soll. Dungeons and Dragons. Vor etwa 4 Jahren bekam ich einen Job in meiner örtlichen Bibliothek. Es war ein netter, ruhiger Job und ich war froh darüber, weil ich selbst ein bisschen ruhig war und es nur eine kurze Fahrradtour von zu Hause entfernt war. Es ist eine sichere Gegend und jeder kennt jeden. Eine kleine Stadt. Es war ziemlich normal, immer dieselben Leute ein- und ausgehen zu sehen, die sich mit jedem Kunden unterhalten,
bevor sie sich in ein neues Abenteuer stürzen, verloren zwischen den duftenden Seiten, die schon Hunderte vor ihnen umgeblättert haben. Wir hatten jedoch eine seltsame Figur. Er war mir zunächst fremd, was ihn recht interessant machte. Schließlich dachte ich, ich würde jeden kennen und ich war schon immer ein wenig ein Außenseiter gewesen, wenn auch nicht auf eine aufdringliche Art. Er erkundigte sich nach einigen der Filme in unseren Bücherkisten und ob ich sie gesehen hätte, ob sie gut seien und so weiter. Wir kamen sofort ins Gespräch über Horror, Thriller und Musik. Er war bei allem, was er sagte, sehr lebhaft und leidenschaftlich, aber da ich gerade arbeitete, musste ich mich aus dem Gespräch zurückziehen. Er verstand, schaute sich einen Film an und ging. Diese Interaktion fand von da an jeden Donnerstag statt. Wir sprachen über Horrorfilme, Bands und hatten eine gute Zeit. Ab und zu brachte er mir sogar Geschenke mit. Aber dann begann er, mir in der Bibliothek zu folgen, während ich arbeitete. Ich versuchte ihn zu ignorieren, aber irgendwann kam er auf mich zu und fing an, mit mir über blutige Filme, Gewaltspiele und Musik zu reden und mich zu fragen, was ich an Halloween mache. Unbehagen war eine Untertreibung. Donnerstagabende waren auch D&D-Abende. Für diejenigen von euch, die keine Nerds sind, D&D steht für Dungeons & Dragons. Das ist ein Spiel, bei dem man mit mehreren Freunden, von denen jeder einen eigenen fiktiven Charakter spielt, ein imaginäres Abenteuer erlebt. Wie jedes Spiel hat es Regeln. Und da kommt der Dungeon Master, DM, ins Spiel. Unsere D&D-Gruppe war eine Gruppe von Jugendlichen aus der Gegend, aber um für Ordnung zu sorgen, hatte ein Erwachsener die Leitung inne. Nach einer Reihe von D&D-Abenden bemerkte der DM den seltsamen Typen, der mich nicht in Ruhe lassen konnte. Er stand da, 1,90 groß, mit einem langen Bart im Stil der Wikinger und beobachtete die Situation. Der Widerling redete unaufhörlich weiter und ich war hinter meinem Schreibtisch gefangen und versuchte, den Blickkontakt zu vermeiden. Der DM, nennen wir ihn John, ging um den Schreibtisch herum und setzte sich auf den Stuhl neben mich. Er fragte, ob mich der Widerling störe. Ich nickte und John stand auf, um ihn zu verscheuchen. Nachdem sich die Tür leise geschlossen hatte, wandte ich mich an John und sagte: "Hey John, meinst du könntest das jeden Donnerstagabend machen?" Wir haben beide gelacht. John stimmte zu und sprach mit meinem Manager, um mir zu erlauben, mit den Teenagern in der D&D-Nacht teilzunehmen und um die Erlaubnis zu erhalten, bis spät in die Nacht bei mir zu bleiben, während ich die Bibliothek schloss. Donnerstag schlossen wir nur um 8 statt um 6. Ich fühlte mich viel sicherer, wenn John dabei war. Ich konnte die Kasse zählen und im Dunkeln zu meinem Auto gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand da draußen auf mich wartet. Selbst als ich nicht an der D&D-Nacht teilnehmen konnte, blieb der Widerling nicht lange in der Nähe, nachdem John den Raum betreten hatte. Und jetzt wird es beunruhigend. Ich war mit einem Kerl außerhalb des Staates zusammen und nahm einen kurzen, zweiwöchigen Urlaub, um ihn zu besuchen. Ich habe keinem der Gäste etwas davon erzählt, aber ich habe John Bescheid gesagt, damit er nicht auf mich warten muss. Nach meiner Rückkehr war ich überrascht, dass ich einen ganzen Donnerstagabend ohne Gruseln überstanden hatte. John war an diesem Tag auch nicht da, also war ich allein. Meine Chefin war gegangen, um eines ihrer Kinder von einer Nachmittagsaktivität abzuholen und sie würde frühestens in 15 Minuten zurück sein. Als ich mit dem Zählen der Kasse fertig war, sah ich ein schwarzes Auto in der Einfahrt vorfahren. Er fuhr nur ein paar Sekunden lang, bevor die Scheinwerfer ausgingen. Ich duckte mich unter den Schreibtisch, gerade so weit, dass ich hinausschauen konnte, um zu sehen, wer es war. Die Autotür öffnete sich, aber niemand stieg aus. Schließlich fuhr er wieder. Zum Glück war John danach immer jeden Donnerstagabend da, bis ich einen anderen Job fand. Ich hatte viele Gründe zu kündigen, große und kleine, aber der blutbesessene Freak war einer der Hauptgründe. Ich lebe immer noch in derselben Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, aber ich überlege es mir zweimal, ob ich Fremden gegenüber freundlich bin. Maggie.
Ich bin ein 19 Jahre altes Mädchen und während meines letzten Jahres der Highschool lebte ich mit meiner Tante, um meine letzten 3 Wochen der Highschool zu beenden, da ich vorzeitig den Abschluss machte. In dem Haus lebten ich, meine Tante, ihr Ehemann und mein Cousin. Wir lebten in einer sehr ländlichen Gegend und das Haus stammte aus der Zeit, als es noch Sklaverei gab und hatte 2 Stockwerke. Es gab eine Haupttreppe, die zum Zimmer meiner Tante und meines Onkels hinaufführte und zu dem Zimmer, das meine Cousine und ich uns teilten, sowie einen Balkon, der sich dazwischen befand. Dann gab es eine 2. Treppe, die zu den ursprünglichen Bedienstetenquartieren hinaufführte, einem Bereich, der sich noch im Bau befand, da er vollständig vom Rest des Hauses abgetrennt war und nur diese Treppe als Eingang und Ausgang hatte. Es gab keine Möglichkeit, den Rest des 2. Stocks von diesem Bereich aus zu erreichen, ebenso wenig wie den Dachboden, der nur von den Bedienstetenquartieren aus zugänglich ist. Ich war allein zu Hause, da ich unter Quarantäne stand, da es mitten während der Rinderpest war und mein Vater sich angesteckt hatte, während meine Cousine, meine Tante und mein Onkel 2 Stunden entfernt waren, um meine andere Cousine mit ihrem Mann vom Flughafen abzuholen. Meine Cousine hatte mich mehrfach mit Geschichten über die beiden Schwestern belästigt, denen das Haus gehörte, als es noch eine Plantage war, und sie schwor, dass es in dem Haus spuken würde. Da ich einige Jahre älter war als sie, tat ich das immer als ihre Einbildung ab und es steckte nichts Wahres hinter den bizarren Geschichten. Aber an diesem Tag begann ich mich zu fragen, ob sie wahr waren oder nicht. Es war am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr. Es war noch hell und ich hatte meinen Laptop auf dem Schoß, zeichnete und hörte Musik, während ich meine Hausaufgaben machte. Da ich allein zu Hause war, beschloss ich, den Vorteil zu nutzen, meine Musik in den Kopfhörern voll aufzudrehen. Das war normal für mich, wenn niemand da war, und es war nicht das erste Mal, dass ich allein zu Hause war. An diesem Tag war es jedoch anders, denn plötzlich hörte ich einen lauten Schlag, der von oben kam, und er musste wirklich laut gewesen sein, wenn ich ihn über die Musik in meinen Kopfhörern hören konnte. Ich nahm die Kopfhörer ab und schaute zur Decke hinauf, weil ich dachte, dass dort oben vielleicht ein Eichhörnchen oder etwas anderes war, was nicht ungewöhnlich war. Als ich nach einer Weile nichts hörte, setzte ich die Kopfhörer wieder auf, nur um ein paar Minuten später denselben lauten Schlag zu hören. Ich nahm die Kopfhörer wieder ab und stand auf, um so ruhig wie möglich zu warten und zu hören, ob das Geräusch erneut auftrat. Das tat es. Nur dieses Mal kam es von außerhalb des Zimmers, als ob es auf dem Balkon wäre. Natürlich wusste ich, dass das nicht stimmen konnte, da der Eingang zum Balkon versiegelt war und seit Jahren nicht mehr benutzt worden war, weil der Balkon selbst instabil war und erneuert werden musste. Es konnte sich also nicht um eine Person handeln. Ich beschloss, das Zimmer zu verlassen und durch das Fenster der Balkontür zu schauen, aber ich sah nichts. Kein Eichhörnchen, keine Person, nichts. Jetzt wurde ich langsam ärgerlich, was auch immer die Geräusche verursachte, störte meine Konzentration und ich musste meine Hausaufgaben beenden. Ich ging zurück ins Schlafzimmer und setzte mich hin, um mich wieder zu konzentrieren, um meine Arbeit zu beenden. Doch kaum hatte ich mich hingesetzt, kam der Knall von der anderen Seite des Schranks meiner Cousine, wo sich die ursprüngliche Bedienstetenwohnung befand. Die versiegelt ist. Eine feste Wand. Es gab keinen Weg dorthin, es sei denn, ich ging den ganzen Weg nach unten und durch die Treppe in der Küche. Ich dachte, das bedeutete, dass meine Familie zu Hause sei und meine Tante meiner anderen Cousine den Bereich zeige, der ihr und ihrer Familie als Zimmer dienen würde, und beschloss, dass ich eine Pause machen und Hallo sagen würde. Aber als ich die Treppe hinunterkam und nach draußen sah, war kein Auto da. Ich war immer noch die Einzige, die zu Hause war. Gegen alle Instinkte, die ich hatte, um einfach nach draußen zu flüchten, öffnete ich die Tür zum Treppenhaus, das zum versiegelten Bereich des Hauses führte. Ich ging die Treppe hinauf und als ich schließlich den völlig ausgeräumten leeren Raum betrat, sah ich zunächst absolut nichts. Auf dieser Seite des Hauses gibt es keine Fenster und so versuchte ich vergeblich, das Licht einzuschalten. Also schaltete ich die Taschenlampe meines Handys ein, nur um mich zu Tode zu erschrecken. In der Mitte des Raumes lief eine Frau im Kreis herum. Sie war schlank und groß, hatte dunkles, strähniges Haar und trug ein zerrissenes Kleid.
Sobald das Licht auf sie fiel, blieb sie stehen und ich konnte hören, wie ihr Hals knackte, als sie plötzlich den Kopf drehte und mich ansah. Ich stürzte die Treppe hinunter, meine Füße berührten vielleicht 3 oder 4 der gesamten Treppe, schlug die Tür zum Treppenhaus zu und verriegelte sie von außen, was die einzige Möglichkeit ist, dies zu tun. Ich hörte, wie die Tür zuschlug und rannte durch die Küche ins Bad, wo ich die Tür hinter mir zuschlug, sie abschloss und mich in der Wanne zusammenrollte und den Vorhang geschlossen hielt, während ich verängstigt versuchte, meine Tante anzurufen, aber sie ging nicht ran. Ich blieb in der Wanne sitzen, bis meine Familie nach Hause kam und wartete, bis ich sie nach mir rufen hörte, bevor ich einen Blick durch den Vorhang warf und ausstieg, um sie zu begrüßen. Ich erklärte, was passiert war und die Antwort meiner Tante war: Oh, du hast Maggie getroffen. Kümmere dich nicht um sie, es ist am besten, sie zu ignorieren. Sie wird dir nichts tun, sie versucht nur, die Leute zu erschrecken. Bis zum heutigen Tag habe ich Maggie nie wieder gesehen und ich werde auch nicht mehr in ihrem Haus übernachten. Sie haben die Bedienstetenquartiere für meine andere Cousine und ihre Familie eingerichtet und die Wand zwischen dem Kleiderschrank und den Bedienstetenquartieren entfernt, sodass die obere Etage verbunden ist. Dreimal klopfen. Als ich im College war, lebte ich in einem Verbindungshaus mit über 40 anderen Jungs. Wie du dir vorstellen kannst, war es mehr als selten, dass ich Zeit zum Lernen, Entspannen oder einfach nur für Ruhe und Frieden hatte. In jenem Dezember vor den Weihnachtsferien schlug einer meiner Freunde vor, ein paar Stunden in den Norden zu fahren, zu der Hütte seiner Familie, wo wir uns alle vor den Abschlussprüfungen und der dringend benötigten Winterpause entspannen konnten. Als wir zur Hütte fuhren, bot sich uns ein malerisches Bild. Sanft fallender Schnee, wunderschöne Bäume, die das Grundstück umgaben, ein zugefrorener See, der von der Außenbeleuchtung der Hütte beleuchtet wurde. Das war genau das, was wir brauchten. Denk an ein Gemälde von Thomas Kinkade. So klischeehaft es auch klingen mag, aber seine Familie kommt schon seit vielen Jahren an diesen See und hat das Haus erst vor kurzem von einem älteren Ehepaar gekauft, das inzwischen verstorben ist und dort sein ganzes Leben lang gelebt hat. Als er noch ein Kind war, kamen sie immer an diesem Haus vorbei und sagten, dass es dort spuken würde. Da die Leute, die dort lebten, im Ruhestand waren, waren sie nicht so aktiv wie die anderen Seebewohner. Und da ihr Haus etwas weiter vom Wasser entfernt lag und von Bäumen überdacht war, schien es immer im Schatten und nie in der Sonne zu liegen, was ihm ein zusätzlich gespenstisches Aussehen und Gefühl gab. Als das Paar schließlich starb, kaufte seine Familie das Haus mit der Absicht, an seiner Stelle ein moderneres Haus am See zu bauen. Aber ich schweife ab. Wir fuhren also in die Einfahrt und stapften den Gehweg hinauf durch 10 cm weichen, pulverigen Schnee. Als wir drinnen ankamen, luden wir sofort unsere Lebensmittel aus und begannen mit dem Abendessen, für das ich verantwortlich war. Das Haus war gemütlich, warm und so, wie man es von einem Haus älterer Menschen erwarten würde. Ein Feuer wurde angezündet und wärmte den Raum und ich hatte gerade damit begonnen, in der Küche ein paar Steaks und Krabben zu braten. Als Studenten kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt und luxuriös wir uns fühlten, als wir die Gefriertruhe öffneten und sahen, dass sie mit Steaks, Shrimps und Hühnchen gefüllt war. Wir hatten uns bisher von Macaroni und Käse ernährt, deshalb freuten wir uns umso mehr auf dieses Ereignis. Ich hatte mir gerade einen Drink gemixt, das Feuer war warm und das Radio lief. Wir hätten nicht glücklicher sein können. Das Haus lag etwa 50 Meter vom Wasser entfernt und befand sich auf einer leichten Anhöhe. Der nächste Nachbar war über eine halbe Meile entfernt und die Auffahrt war etwa 300 Meter von der Straße entfernt. Wir waren also in relativer Abgeschiedenheit untergebracht. Außerdem hat es an diesem Abend ununterbrochen geschneit, sodass das Haus und die Terrasse von ca. 15 cm Schnee umgeben waren. Wenn also sogar nur ein Eichhörnchen zum Haus gelaufen wäre, hätte man seine Spuren leicht sehen können, da die Außenbeleuchtung den gesamten Außenbereich beleuchtete. Sogar Sensorleuchten waren entlang des seitlichen Gehwegs installiert. Wir fühlten uns so sicher, wie man nur sein kann. Es war kurz vor 9 Uhr und wir begannen uns so richtig zu entspannen. Wir schenkten uns noch einen Drink ein und das Essen war fast fertig.
Der Geruch von gebratenem Steak wehte durch das Haus. Wir hatten alle ein Lächeln im Gesicht, weil wir wussten, dass wir unser Leben lebten, während die anderen Jungs in der Schule übereinander wohnten und sich mit dem nächtlichen Chaos herumschlugen, das nur eine Schar von College-Jungs unter einem Dach verursachen kann. Der Gegensatz war krass und wir hätten nicht glücklicher sein können. Ein netter Schwips, ein tolles Essen auf dem Weg, eine gemütliche, versteckte Hütte, die Feiertage stehen vor der Tür, ein prasselndes Feuer. Für einen jungen Mann, der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, war das einer dieser Momente, bis er es nicht mehr war. Als wir die Lautstärke aufdrehten, sagen wir einfach ziemlich laut, hörten wir die drei lautesten Klopfgeräusche an der Tür. Es ließ uns innehalten. Es war so offensichtlich, dass jemand an der Hintertür war, dass wir uns alle nur mit verängstigten, verwirrten Blicken anstarrten. Wer, der bei klarem Verstand war, war in einer Winternacht unterwegs und stand vor unserer Tür? Wen könnten wir möglicherweise stören? Mir lief sofort ein Schauer über den Rücken, denn egal wer an der Tür stand, es war nichts Gutes. Mein Freund, dessen Familie das Haus gehörte, rannte zur Hintertür und kam mit einem Ausdruck des blanken Entsetzens auf seinem Gesicht zurück und sagte: »Jemand ist im Haus.« Die Hintertür war leicht geöffnet und jemand war ins Haus geschlichen. Ich kann die Angst nicht beschreiben, die mich ergriff. Wir gerieten in Panik und erstarrten. Was sollten wir tun? Den Schürhaken aus dem Kamin holen? Ein Küchenmesser? Welche Absichten verfolgte diese Person? Womit waren sie bewaffnet? Warum hatten sie geklopft und ihre Anwesenheit angekündigt, nur um dann in ein Versteck zu schlüpfen? Ich kann nicht betonen, wie laut das Klopfen an der Tür war. Es war nicht einer dieser »Haben Sie das gehört?« Momente. Es war wie eine Stecknadel in der Schallplatte, wenn man alle gleichzeitig auf denselben Gedanken kommt und erkennt, dass etwas Schlimmes passieren wird. Wir holten alle erst einmal Luft und durchsuchten die Zimmer, bewaffnet mit den oben erwähnten Haushaltsgegenständen. Als wir wieder im Hauptraum mit dem Kamin ankamen, warfen wir einen Blick nach draußen, um zu sehen, woher die Schneespuren stammten. In der Erwartung, Schneeabdrücke von der Straße oder, Gott bewahre, aus dem Wald zu sehen, waren wir verblüfft, dass der Schnee ungestört war. Auf der hinteren Terrasse, wo die Tür leicht geöffnet war, gab es keine Anzeichen dafür, dass jemand hinaufgegangen war. Die Stufen, die Terrasse selbst und der Gehweg, der nach oben führte, waren alle mit 6 bis 8 Zoll Neuschnee bedeckt. Niemand hatte sich dem Haus aus irgendeiner Richtung genähert. Was zum Teufel war hier los? Was auch immer es war keine Person im Haus. Wir saßen in einer Hütte mit etwas fest, das sehr verärgert darüber war, dass wir es gestört hatten. Schnell vermuteten wir alle, dass das alte Ehepaar, das dort einmal gewohnt hatte, nicht glücklich darüber war, dass eine nächtliche Routine durch laute Musik und tanzende Kinder ersetzt wurde. Diese Erkenntnis tröstete uns jedoch wenig. Nachdem wir mit dem Abendessen fertig waren, schliefen wir alle im Hauptschlafzimmer auf demselben Bett. Die Vorstellung, allein zu sein und zu stören, was auch immer in diesem Haus lauerte, war zu beängstigend. Die Nacht kam und ging ohne Zwischenfälle. Es war fast so, als ob das Gespenst seinen Willen durchgesetzt hätte und sich damit zufrieden gab, dass es wusste, wie sehr wir uns fürchteten. Am Morgen packten wir zusammen und fuhren eilig von dort weg. Bei Tageslicht blickten wir alle zurück auf den Schnee, der das Haus umgab. Er war noch genauso unberührt wie am Abend zuvor. Nicht eine Flocke schien fehl am Platz zu sein. Ich werde diese drei Klopfer nie vergessen.